Ein Foto ist der Ausgangspunkt für diese Filmidee. Ein Foto, das drei Männer in einem Berliner Gerichtssaal abbildet. Otto Schily, Hans-Christian Ströbele und Horst Mahler, Anfang der 70er Jahre. Damals sind alle drei Anwälte der linken außerparlamentarischen Opposition. In der abgebildeten Situation sitzt Mahler auf der Anklagebank, Schily und Ströbele sind seine Verteidiger. Den Staat BRD sehen sie als Unterdrücker politischer Freiheit und als Vasallen der USA. Heute, 38 Jahre später, wäre es nicht mehr möglich, das Trio für ein gemeinsames Foto zu gewinnen. Schily und Ströbele gehen sich aus dem Weg, Mahlers Nähe meiden beide. Die erste Frage an Hans-Christian Ströbele: Würde er im NSU-Prozess Berthe Zschäpe verteidigen? Sie wissen, ich bin in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, der letzte Woche seine Beweisaufnahme beendet hat. Wir schreiben jetzt an den Bericht. Der wird mehrere tausend Seiten stark werden. Natürlich sehe ich sowohl das Recht als auch die Pflicht der Gesellschaft, den Angeklagten dort auch ein faires Verfahren zu verschaffen und auch eine optimale Verteidigung zu sichern. Gerade in einer Situation, in der eigentlich viele ja davon ausgehen, die Urteile sind schon gesprochen. Also keiner kann sich so richtig vorstellen, dass Frau Zschäpe zum Beispiel freigesprochen wird oder auch vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wird. Das darf in einem Rechtsstaat nicht sein. Ich habe damals schon immer gesagt und sage das jetzt auch bei dieser Situation, in der wir jetzt sind, der Rechtsstaat beweist sich als Rechtsstaat in Situationen, wo er angegriffen ist, wo er eigentlich nicht die normale täglichen Ablauf von Gerichtsverfahren hat, sondern wo Sonderbedingungen gegeben wird. Und deshalb halte ich es für richtig, dass die drei oder die fünf dort Angeklagten, aber auch Frau Zschäpe natürlich eine optimale Verteidigung bekommen. Ich kenne die drei Verteidiger von Frau Zschäpe persönlich gar nicht. Ich habe zwei von ihnen mal jetzt im Untersuchungsausschuss gesehen, da saßen sie im Zuschauerraum. Ich habe noch nie ein Wort mit denen geredet. Ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht sind, ob sie angemessen sind, ob sie das aus Sympathie machen oder aus welchen Gründen. Aber ich halte eine richtige und auch eine wirksame Verteidigung, die auch jedes Argument zugunsten der Angeklagten im Prozess zur Sprache bringt, für richtig und notwendig. Ich bin gefragt worden, ob, wenn ich jetzt nicht Bundestagsabgeordneter wäre, mir vorstellen könnte, Frau Zschäpe oder eine von den anderen zu verteidigen. Habe ich gesagt, nein, das würde ich auf gar keinen Fall tun. Aber das heißt nicht, dass ich nicht es für richtig halte, dass die optimale Verteidigung haben. Nur ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich könnte es auch gar nicht. Herr Ströbele, was motiviert Sie nochmal zu kandidieren für den Bundestag? Ja, weil ich nicht zu Hause sitzen will und mir die politischen Skandale nur angucken will, sondern weil ich eine Chance sehe, dass ich wesentliche Ziele, für die ich mich politisch schon seit vielen Jahren, manchmal Jahrzehnten eingesetzt habe, vielleicht jetzt mithelfen kann zu realisieren. Also so banale Sachen wie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, aber auch den Krieg in Afghanistan beenden, aber etwa auch die Einführung der Turbinensteuer. Also da gibt es eine ganze Reihe von Forderungen, die jetzt gesellschaftsfähig geworden sind, auch von anderen Parteien vertreten werden. Und da sage ich, auch in meinem hohen Alter, juckt es mich, da weiter mitzumischen.